Herzlich willkommen zum Freitag, zum Wall Street Talk mit Roland Jegen, mit WA Self Invest und Pitch for Finanzen als die zwei starken Partner hier. Und wir haben auch direkt Wirtschaftsdaten. Nach dem Intro steigen wir in den Markt ein. Ja, und da habe ich nicht zu viel versprochen. Der Roland ist schon da. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ja, schön, dass du hier zur Verfügung stehst. Ich schaue gerade noch auf die Kurse, die ja allgemein hier ja, für Furore sorgen. Wir haben nämlich die Verbraucherpreise gemeldet bekommen und die waren scheinbar gar nicht so gut, denn die Märkte sind aktuell auf Tauchgang. Genau, die erste Reaktion jetzt vor wenigen Sekunden eher nach unten und da schauen wir jetzt gleich mal drauf, wie die Zahlen genau aussehen und was wir vielleicht dann auch bis zur Eröffnung der Wall Street und für den heutigen Handelstag noch zu erwarten haben. Sehr gern. Der Risikohinweis, den hast du mitgebracht und dann geht's los. Genau, und dann gehen wir auch gleich rein in die Plattform, in den NanoTrader und schauen hier uns live die Kurse an. Als erstes habe ich hier mal den DAX geöffnet, über den haben wir ja schon häufiger gesprochen. Auch hier sieht man ganz klar, jetzt heute ein neues Tagestief wurde ausgebildet hier in den letzten ein, zwei Minuten. Das heißt, da kam eine starke Abwärtsbewegung rein von den 14.000, die wir ja schon zurückerobert hatten, jetzt im Laufe der letzten beiden Stunden, jetzt runter bis im Tief auf 13.932. Das heißt, erstmal hier werden die News negativ aufgenommen. Die Zahlen, ich weiß nicht, hast du sie im Blick, wie sie ausgefallen sind? Ich glaube, erwartet wurde dieses CPI. Consumer Price Index mit circa 0,7%. Jetzt muss ich mal schauen, wo er jetzt letztendlich rauskam. 1,0. 1,0, okay. Also auf jeden Fall mehr als erwartet. Das heißt, die Inflation auch in den USA höher als erwartet. Gestern haben wir ja schon was Ähnliches auch von der EZB gehört, dass sie auch diese Inflationserwartung für das aktuelle Jahr und auch für das nächste Jahr stark nach oben korrigiert hat. Und das war letztendlich vielleicht auch mit der Grund, dass die Märkte gestern schon sehr, sehr negativ reagiert haben. Ja, letzten Endes heißt das ja, wenn die Verbraucherpreise stark ansteigen, das ist so eine Art Lohnpreisspirale, dass dann auch die Löhne ansteigen müssen, damit die Menschen sich überhaupt noch die Grundnahrungsmittel und Waren des täglichen Bedarfs leisten können. Und wenn das geschieht, die Löhne steigen, müssen die Unternehmen auch wieder die Preise erhöhen. Und das ist eben diese Spirale, von der ich sprach. Genau, das ist diese Spirale und ja, die wird nicht so gut aufgenommen, sowohl von den Unternehmen, von den Konsumenten, aber letztendlich hier auch von der Börse und damit mit den Kursen, von den Kursen, die wir uns hier aktuell anschauen. Ja, wenn wir vom DAX, der ja jetzt auf einem Monatstief ist, Montag waren wir noch bei 14.700, also 700, über 700 Punkte hat er nachgelassen. Im Moment kommen wir auch gleich, ja, du hast den Future hier schon im Kalkül vorbereitet und da hast du diese Aufwärtstrendkanalbegrenzung und ja, da hat er es einfach nicht geschafft, drüber zu kommen. Genau, wir haben ja einige Tage seitwärts konsolidiert in der letzten Handelswoche und auch zu Beginn dieser Handelswoche mehrmals diese obere Trendkanalbegrenzung getestet. Und da gab es jetzt letztendlich hier auch gestern den Ausbruch aus dieser Konsolidierungsrange, die sich ja über 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, 8 Tage letztendlich ausgebildet hat. Gestern die starke Abwärtsbewegung. Gleichbedeutend war hier oben ja auch, das haben wir uns immer mal in einem anderen Chart angeschaut, der VWAP des aktuellen Jahres. Das ist auch immer ein wichtiger Referenzkurs. Da ist der Markt auch schon mal im ersten Rücklauf hier Ende März abgeprallt, konnte dann jetzt kein neues Tief ausbilden. Da gab es eher eine längere Seitwärtskonsolidierung. Aber auch dieses Mal konnte der volumengewichtete Durchschnittspreis hier des aktuellen Jahres nicht überwunden werden. Und hier gab es entsprechend wieder die nächste Abwärtsreaktion, sodass man weiter davon sprechen kann, dass wir uns hier jetzt mittelfristig im Abwärtstrend befinden und ja, die Verkäufer hier wieder mal am Zug sind. Wie weit die am Zug sind, kann man da schon vielleicht eine kleine Kursprognose wagen? Ja, man sieht hier wieder das Value Area Tief des aktuellen Jahres, das wir ja mehrmals angelaufen haben. Das liegt aktuell bei circa 13.800 Punkten. Wenn wir uns diesen Trendkanal nochmal anschauen, der ist auf einem ähnlichen Niveau aktuell. Also wenn wir da vielleicht in der nächsten Woche auch nochmal die 13.800, das ist für mich charttechnisch hier ein durchaus logisches Ziel auf der Unterseite. Ja, wir hatten ja das letzte Mal Anfang Mai dieses Kursniveau. Also im Grunde genommen 4 Wochen Kursausritt auf der Oberseite. Jetzt binnen weniger Tage wieder wegrevidiert.
Genau, das wurde jetzt sehr, sehr schnell wieder zunichte gemacht. Diese Abwärtsbewegungen gehen ja meist viel schneller als die Aufwärtsbewegungen, wo wir manchmal nur recht zögerlich nach oben laufen, aber nach unten geht es häufig etwas schneller. Gestern sieht man auch hier, das war kurzzeitig nach der Zinsentscheidung um 13:45 Uhr, gab es ja diesen Aufwärtsimpuls. Aber man sieht hier schon, das war dann auch in einen Widerstandsbereich. Das war zum einen das Value Area Tief der letzten Woche, auch das Value Area Tief der aktuellen Woche hat immer weiter nach unten gezogen, nachdem wir ja am Dienstag eigentlich schon zumindest ja seit dem späten Vormittag dann eigentlich einen abwärts gerichteten Trendtag hatten, hat sich das gestern dann fortgesetzt. Ein ähnliches Bild sieht man auch, wenn man dann in die noch kleineren Zeiteinheiten geht und sich hier den Kassa-Chart zum Beispiel anschaut. Gestern hier diesen kurzzeitigen Spike nach oben auf die 14.420 circa. Sowas ist schwer zu erwischen, weil es meistens durch die News dann passiert. Aber das war dann letztendlich die Initialzündung oder das wäre auch der mustergültige Short-Einstieg gewesen. Ab dann ging es wirklich nur gen Süden und es kam die größere Seitwärtskonsolidierung, nachdem sich die US-Märkte nach der Kasseröffnung ja erstmal nicht viel bewegt haben. Die haben ja dann erst im späteren Abend letztendlich abverkauft und dadurch ist dann letztendlich auch das große Abwärtsgap vom gestrigen auf den heutigen Handelstag hier entstanden. Und das war gestern dieser Hochkurs. Ich hätte den sogar noch ein bisschen höher erwartet, nämlich mitten ins Gap rein. Wir haben in dieser Woche drei Gaps hinterlassen, drei Kurslücken. Und da fehlten dann am Ende, ich glaube, noch 15 Punkte. Dann wäre dieses Gap geschlossen gewesen. Die hat der Markt uns nicht gegeben. Genau, hat uns nicht gegeben, was auch wieder ein Zeichen für eher die Schwäche war, dass er das entsprechende Gap, was dann gar nicht mehr so groß war, das noch nicht mal schließen konnte, das Gap von Mittwoch auf Donnerstag, ist dann immer auch ein Zeichen von Schwäche und dass man sich dann auch in die entsprechende Richtung eher positionieren sollte. So sieht's aus. Ja, jetzt ziehen die Märkte gleich wieder ein kleines Stück nach oben. Also vielleicht ist das größte Gewitter schon überstanden, denn wenn man das mal versucht zu interpretieren, wir sind beides jetzt keine Volkswirte, die in großen Gremien sitzen, aber wir haben, glaube ich, ein ganz gutes Marktverständnis. Heißt das ja, wenn die Verbraucherpreise stark anziehen und die Inflation anzieht, dass die Fed handeln muss. Und ja, die handeln natürlich nur, wenn die Wirtschaft stark ist. Und das ist die nächste große Frage, ob die Wirtschaft wirklich so stark ist, um die Zinsanhebung auch verkraften zu können. Das ist immer dann so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite will man natürlich die Zinsen möglichst schnell anheben, um die Inflation dann auch zu bekämpfen. Auf der anderen Seite will man natürlich auch die Wirtschaft nicht komplett abwürgen dadurch. Das heißt, da muss man immer auch den guten Mittelweg finden. Das ist nicht so einfach, gerade da man sich ja sowohl bei der EZB noch viel mehr als bei der Fed sehr, sehr lange Zeit gelassen hat, die Zinsen anzuheben und da jetzt dem Ganzen schon so etwas hinterherrennt. Man hat ja immer gesagt, na, diese Inflation ist nur vorübergehend, aber letztendlich zeigt sich doch über die letzten Monate schon sehr, sehr deutlich, dass diese Inflation halt eben nicht vorübergehend ist, sondern wir noch länger damit zu tun haben werden. Und da ist man jetzt schon sehr stark in Zugzwang geraten, aber will dann auch nicht zu schnell die Zinsen anheben, um dann auch nicht die Wirtschaft zu stark da auch unter Druck zu bringen. Ja, und diese Volatilität, die wir sehen, gerade in Amerika, lass uns da gerne auf den Nasdaq schauen, wirkt sich natürlich am meisten am Technologiebarometer selbst aus. Gestern gab es schon 2,7% Minus im Nasdaq, heute vorbürstlich eher Unentschlossenheit, also die Nachttiefs wurden nicht unterschritten, aber mit dieser Meldung jetzt eben gab es nochmal einen Rutsch nach unten auf unter 12.000 sogar und davon erholt er sich jetzt gerade so ein bisschen, aber nur ein bisschen. Genau, minimale Erholung. Im Future haben wir die 12.000 nicht ganz erreicht, aber hier sieht man auch diesen starken Rücklauf, den wir hatten jetzt Ende Mai, Anfang Juni. Da sind wir im Bereich von einem potenziellen Widerstandsbereich gelaufen. Das war diese vormalige Unterstützung, die wir insbesondere hier im März zweimal getestet haben. Dann sind wir hier in diesem Bereich auch mehrmals konsolidiert. Dann kam dieser Abwärtsimpuls dann im letzten Monat und jetzt der Rücklauf und wir sind fast punktgenau wieder an diesem Bereich dann auch nach unten abgeprallt. Also im Big Picture ist hier weiter der Abwärtstrend intakt. Wenn wir uns noch einen anderen Chart hier vielleicht zum Vergleich anschauen, auch wieder mit den volumengewichteten Durchschnittspreisen. So, da lädt er. Da war das auch ein sehr markantes Niveau. Das heißt, hier konnten wir auch wieder dieses Value Area Tief des aktuellen Jahres
dieses graue Mittelband hier nicht zurückerobern und sind entsprechend hier auch jetzt zum wiederholten Male, muss man sagen, nach unten abgeprallt. Und jetzt muss man schauen, wie weit es hier gehen kann. Also auch diese Jahrestiefs sind hier nicht allzu weit entfernt. Das sind im Nasdaq dann nur noch circa 500 Punkte. Und da hat man ja in der Vergangenheit gesehen, wie schnell das gehen kann. Also die hatten wir durchaus schon auch schon mal das ein oder andere Mal innerhalb von einem Handelstag zurückgelegt. Also da sind wir auch sehr, sehr schnell in den US-Märkten wieder im Bereich der Jahrestiefs. Und vor allem an einem Freitag, wo man ja weiß, ich will nicht unbedingt vom Black Friday hier sprechen, aber dass es dann dort auch viele Anleger gibt und Trader, die ihre Position glattstellen müssen, weil übers Wochenende entsprechend gerade im Future Finanzierungskosten und so weiter auftreten. Also da will vielleicht der ein oder andere noch raus. Genau, auch man will auch dann nicht zu viel Risiko übers Wochenende eingehen. Das heißt, entweder man hedgt sich entsprechend oder man deckt die Positionen dann ein, man schließt sie. Man weiß ja auch nie, was übers Wochenende noch kommt. Das heißt, und gerade wenn man dann vielleicht mit Positionen doch ein Stück weit im Minus ist, werden die vielleicht eher sogar dann noch vor dem Wochenende entsprechend auch glattgestellt. Ja, das könnte natürlich auch für die Short-Position gelten, dass man hier sagt, man hat über die letzten Tage ordentlich Gewinne erwirtschaftet und deckt diese ein. Und dann tritt man ja als Käufer am Markt auf. Genau. Und man sieht auch, wenn wir uns mal die aktuelle Woche anschauen, also wir sind schon sehr, sehr weit gelaufen. Das hatten wir im Vorfeld auch schon gesagt, als wir uns kurz unterhalten haben. Wir sind jetzt hier deutlich unterhalb der minus dritten Standardabweichung. Und das sieht man extremst selten. Das heißt, dass es heute hier nochmal, wie wir gerade angesprochen haben, 500 Punkte nach unten gehen kann, kann ich mir nur sehr, sehr schwer vorstellen, weil sowas sieht man selbst in Crash-Zeiten zu Beginn vom Ukraine-Krieg oder auch zum Beginn der Covid-Krise hat man das fast nie gesehen. Also da ist eher für heute zu erwarten, dass wir vielleicht sogar schon das Tagestief gesehen haben oder dass es nicht mehr viel tiefer geht und dass es dann entweder auf eine Seitwärtskonsolidierung hinausläuft oder, wie du gerade angesprochen hast, wenn da viele die Positionen dann entsprechend auch eindecken, Short-Positionen und damit als Käufer agieren, dass es sogar noch mal zu einem Rücklauf hier kommen kann. Das bleibt abzuwarten, aber wir sind wirklich schon sehr, sehr weit gelaufen. Also außerhalb der minus dritten Standardabweichung, das ist schon ein Bereich, wo ich auch, sage ich mal, niemals nochmals eine Short-Position eröffnen würde, sondern das ist dann eher ein Bereich, wo man entweder Short-Positionen schließt oder sogar, wenn man da kurzfristig sogar eine Unterstützung sieht, versucht mal die Gegenseite zu handeln. Aber das ist natürlich bei so einem Abverkauf sehr, sehr schwierig, da ins fallende Messer zu greifen. Da muss man dann eher in einem kleineren Zeiteinheit schauen, ob man da vielleicht eine kleine Bodenbildung sieht und dann mit einem geringen Risiko einsteigen kann. Aber das ist schon eine extreme Bewegung, die man auch extrem selten sieht. Ja, aber extrem selten heißt ja nicht, dass sie unmöglich ist und ich will da nicht irgendwie den Teufel an die Wand malen, wie es so schön heißt, aber rein technisch würde ich da auch nicht mehr short einsteigen, weil man einfach vom Risikomanagement gar nicht in der Nähe seine Stops platzieren kann innerhalb so einer großen Kerze, aber es gibt's halt doch manchmal, dass die Panik und die Emotionen über die Markttechnik siegen. Genau, also nichts ist unmöglich an der Börse, von daher, wir sprechen immer von Wahrscheinlichkeiten, das muss man immer entsprechend einordnen. Also es kann immer passieren, dass auch nochmal ein Extremfall auftritt, von daher, es ist nur, wir versuchen das immer einzuordnen, was ist vielleicht wahrscheinlicher, wo hat man entsprechend ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis und ja, auf so einem Niveau würde man dann rein charttechnisch eher nicht auf der Short-Seite sich positionieren. Wer Short drin ist, der kann entweder seinen Stop entsprechend dann nachziehen oder dann natürlich auch über Teilgewinnmitnahmen hier nachdenken. Ja, und das ist ja auch schon mal was, Teilgewinne mitzunehmen, das Ganze ein bisschen entspannter von der Seitenlinie zu betrachten. Lass uns gerne nochmal über den Euro-US-Dollar sprechen. Wir hatten gestern die Zinsentscheidung aus Europa, nächste Woche die aus den USA. Und gerade die Verbraucherpreise jetzt haben aktuell ja auch nochmal für eine Bewegung gesorgt. Der Euro ist zum US-Dollar unter die 1,06 gerade abgetaucht. Und das ist auch wieder ein Niveau, was wir in den letzten Wochen nicht gesehen hatten. Genau, in den letzten Wochen konnte er sich ja sehr gut halten, hier auch in einer Seitwärts-Konsolidierungsrange zwischen ja, circa 1,065 und knapp unterhalb der 1,08 auf der Oberseite. Eine recht enge Seitwärtskonsolidierung und jetzt kam hier auch der Ausbruch nach unten aus dieser Konsolidierungsrange schon am gestrigen Handelstag und heute setzt sich das Ganze hier entsprechend fort. Also das ist jetzt der nächste Abwärtsimpuls, nachdem wir hier auch
die Value Area des aktuellen Jahres wirklich nicht nachhaltig zurückerobern konnten, gab es hier entsprechend den Abprall. Hier sieht man auch, das war ein Bereich, wo nur sehr, sehr wenig Volumen gehandelt wurde. Und das sind dann immer solche Schlüsselbereiche. Entweder es geht schnell nach oben weiter oder man prallt nach unten ab und man handelt dann eher zu diesen ja, zu diesen Bergen, möchte ich mal sagen, wenn man das andere als Täler bezeichnet, zu diesen High-Volume-Nodes und hält sich da vielleicht wieder länger auf. Also jedenfalls konnte man dieses wichtige Niveau von circa 1,08 hier nicht zurückerobern und daher jetzt entsprechend wieder dieser Abwärtsimpuls. Da lässt sich auch eine schöne Abwärtstrendlinie einzeichnen, wenn du diese Hochs verbindest im Chartbild. Ja, und da hat er es einfach nicht geschafft, drüber zu kommen, war aber nah dran. War nah dran, aber hat es nicht geschafft. Je nachdem, wo man sie anlegt, ob man es auf den Close legt, dann ist man ziemlich genau nah rangelaufen, auch gestern mit dem ersten Spike nach unten, aber konnte die Trendlinie entsprechend hier nicht nach oben durchbrechen. Ja, na, mal schauen, wie das da weitergeht. Da ist ja die EZB auch so ein bisschen Zugzwang geraten, hat nicht reagiert. Vielleicht für denjenigen, der es noch nicht mitbekommen hat aus den Medien, gestern keine Zinsanhebung, aber im Juli soll sie kommen. Und wenn jetzt in der kommenden Woche die Fed auch die Zinserhöhungen weiter fortführt, so wie es auch schon erwartet wird, dann hängt die EZB ja schon wieder ein Stück weit hinterher. Genau, die hängt ein Stück weit hinterher und sie hat jetzt auch für Juli ja erstmal nur eine sehr kleine Zinserhöhung von 0,2% in Aussicht gestellt. Das heißt, sie ist da weiterhin recht zögerlich und dann vielleicht erst im September dann ein größerer Zinsschritt. Also sie bleibt sehr, sehr zögerlich im Vergleich auch zu anderen Notenbanken, die da weltweit schon viel weiter nachgezogen sind. Mal schauen, ob das vielleicht der richtigere Weg ist, wenn man sich in Zurückhaltung übt und auf einem geringen Niveau bleibt, um der Wirtschaft sozusagen die Liquidität weiter zur Verfügung zu stellen oder ob es besser ist, wie die Amerikaner das machen. Wir können es, glaube ich, auch jetzt nicht beurteilen, sonst würden wir ja an den Stellschrauben drehen dürfen. Ganz genau. So sieht's aus. Lass uns mal auf ein paar Einzelwerte eingehen. Wir hatten diese Woche nämlich ordentlich Bewegung. Zum Beispiel gab es ein Gerücht im Wall Street Journal, dass Netflix Roku übernehmen möchte. Und je nachdem, wir können auch mit Amazon anfangen. Wie du magst, schauen wir da mal ein bisschen näher hin. Die war nur hier noch geöffnet. Diese haben wir jetzt nach dem Stock-Split, den hatten wir ja auch schon in der letzten Handelswoche angesprochen. Der wurde durchgeführt jetzt 1:20. Das heißt, wir befinden jetzt, wir haben es jetzt mit viel kleineren Kursen, mit viel kleineren Zahlen entsprechend zu tun. Aber am Chartbild hat sich entsprechend nichts geändert, nur dass alle Kurse einmal durch 20 hier dividiert worden sind, sodass wir jetzt hier aktuell im Bereich von ca. 115 Dollar handeln. Hier sieht man auch diese Aufwärtsbewegung. Wir haben es nicht geschafft, hier den 50-Tage-Durchschnitt und auch diesen vormaligen Unterstützungsbereich jetzt bei, jetzt muss man hier von anderen Kursen sprechen, bei 135, 136 Dollar zurückzuerobern und da folgte jetzt schon im Verlauf der letzten Handelswoche und dann auch in dieser Handelswoche hier die nächste Abwärtsbewegung. Wir befinden uns jetzt aktuell in diesem Verlaufshoch, das wir hier Mitte Mai ausgebildet haben. Das ist eine potenzielle Unterstützung, aber da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, weil das ist nicht letztendlich erst ein Auflagepunkt. Und da können wir ja auch durchaus auch noch mal weiter nach unten handeln und dann vielleicht diese Tiefs hier anlaufen, also die Mehrjahrestiefs, die wir ja auch ausgebildet haben. Die liegen jetzt bei den neuen Kursen dann knapp oberhalb der Rundenmarke von 100 Dollar. Und ich denke, das wird auch für die nahe Zukunft ein wichtiges psychologisches Niveau bleiben, diese 100-Dollar-Marke. Ja, da hat sich auch wieder bewahrheitet, dass man im Umfeld von einem Aktiensplit mit höheren Kosten rechnen kann. Im Vorfeld ging es ja schon über 20% nach oben, dann an dem Tag selbst ja auch 4%. Ja, und dann kommt quasi die Bewertung wieder ins Spiel, die sich ja durch den Split überhaupt nicht verändert hat. Genau, die hat sich letztendlich nicht verändert und ja, letztendlich ist es noch die gleiche Aktie, nur zu einem anderen Preis. Richtig, richtig. Ja, also mal schauen, wie das noch weitergeht. Immerhin ist Amazon ja von den Zahlen her durchaus ein hochbewertetes Unternehmen. Die Netflix und Roku, die würde ich mir gerne anschauen. Da gab es nämlich Gerüchte im Wall Street Journal, dass Netflix sagt, so eine Roku, so ein Streaming-Dienstleister, den könnten wir auch übernehmen. Insbesondere, der ist gerade bewertet mit 12, 13 Milliarden. Ist ja fast schon ein Schnäppchen in der Größenordnung. Genau, ist fast ein Schnäppchen. Die Netflix hat weiter schwer zu kämpfen, muss man sagen. Wir haben hier zweimal zu den Quartalszahlen hier ein ordentliches Abwärtsgap gesehen. Das letzte, das wir jetzt hier im April
markiert haben, also vom 19. auf den 20. April zu den Quartalszahlen. Das wurde bisher nicht mal ansatzweise versucht zu schließen, sondern es ging wirklich immer weiter abwärts. Wir haben ja zwischenzeitlich auch ein neues Mehrjahrestief ausgebildet von 162,71 Dollar. Seitdem konsolidiert die Aktie auf niedrigem Niveau, muss man sagen, jetzt aktuell im Bereich von 182,5. Aber hier muss man weiter auch vorsichtig bleiben. Also der 50-Tage-Durchschnitt konnte auch noch nicht wieder angelaufen werden, sodass wir uns jetzt auch schnell wieder im Bereich dieser Tiefs aus dem Mai befinden. Und da hat sich jetzt noch nicht wirklich ein Kaufsignal hier aufgetan. Ja, darauf gilt es zu warten. Aber wenn man antizyklisch agiert, dann ist ja vielleicht in den Sommermonaten, wo gar nicht so viel gestreamt wird und die Aktie dazu auch noch preiswert ist, eine Positionierung durchaus spannend. Genau, also gerade auch wenn man da eher langfristig denkt oder als längerer Swing Trader unterwegs ist, kann man natürlich auch versuchen, da immer mal auf die Gegenbewegung zu spekulieren und auf relativ günstigen Kursniveaus einzusteigen. Ansonsten, was die charttechnische Analyse anbelangt, ist man hier eher ganz klar im Abwärtstrend und müsste dann noch etwas abwarten, bis man dann vielleicht einsteigt. Auch da spielt die Makroökonomie eine Rolle, denn wenn Verbraucherpreise steigen und viele Menschen ihre Euros oder Dollars zwei-, dreimal umdrehen müssen beim Konsum, dann spart man vielleicht auch an so einem Abo und schaut sich alte DVDs an lieber. Genau. Ja, da muss man natürlich schauen, wofür gibt man sein Geld letztendlich als Verbraucher aus. Und das ist sicherlich eine der Sachen, so ein Abo, je nachdem, welches man abgeschlossen hat, dass man dann vielleicht zunächst kündigt, bevor man auf andere Sachen verzichten möchte. Ja, Goldman Sachs hat deswegen heute taufrisch die Prognose angepasst. Da gab es erst ein neutrales Rating und die haben jetzt gesagt, Netflix sell. Wow. Das ist wirklich eine Überraschung. Die haben sich da auch sehr, sehr lange Zeit gelassen. Und nachdem der Kurs jetzt schon so weit nach unten gelaufen ist, jetzt quasi auf Sell zu spekulieren, ist da auch schon eine Ansage. Ja, wobei beim Kursziel, da liegt man relativ nah dran. Das Kursziel ist auf Jahressicht bei 186 Dollar spezifiziert worden und lag vorher bei 265. Also hat man quasi nur angepasst aufs aktuelle Preisniveau. Ja, genau. Also man rechnet nicht mit viel tieferen Kursen, sondern man ist dann im Bereich, wo wir uns aktuell auch befinden. Genau, das wollte ich noch nachtragen. Und dann schauen wir uns noch auch Roku an. Roku ist nach diesen Gerüchten ordentlich nach oben gesprungen. Am Mittwochabend war das der Fall und sogar mit einem Gap. Und wenn man in den kleinen Zeiteinheiten im Tagesschart sieht man es gar nicht so deutlich, im Stundenchart eher. Dieses Gap wurde dann gestern punktgenau geschlossen. Also Roku ist jetzt wieder genau da, wo sie vor diesem veröffentlichten Gerücht, das wurde ja noch nicht bestätigt, gestanden hat. Genau, hier sieht man die Aufwärtsbewegung. Gestern wurde es dann schon im Verlauf des Kassahandels entsprechend hier abverkauft wieder. Und jetzt ja, handelt man auf einem ähnlichen Niveau wie vor diesen News, also wo wir uns Mitte der Woche schon befunden haben. Roku auch insgesamt hier ganz klar natürlich im Abwärtstrend seit diesen Hochs, die wir hier ja, im Sommer des letzten Jahres ausgebildet haben. Das sieht so etwa wie so ein Doppeltop aus hier im Bereich knapp unterhalb der 500-Dollar-Marke. Und dann gab es schon zur zweiten Jahreshälfte des letzten Jahres hier einen stärkeren Abwärtsimpuls. Und auch die vormaligen Unterstützungsbereiche konnten hier nicht halten. Und man ist quasi immer weiter gefallen. Und mehrmals ja, diente hier auch der 50-Tage-Durchschnitt sowas wie als potenzieller Short-Einstieg. Und ja, jetzt sind wir quasi auch hier am Mittwoch mit diesem Aufwärtsgap hier nochmal an diesen 50-Tage-Durchschnitt rangelaufen, jetzt auch abgeprallt, ja, sodass wir jetzt uns auch wieder nahe dieser Tiefs im Bereich von 80 Dollar hier befinden. Und da muss man schauen, ob die jetzt weiter halten und hier als potenzieller Boden in Frage kommen oder ob wir da vielleicht auch nochmal neue Tiefs ausbilden. Aber das hängt insgesamt dann, denke ich, auch vom Gesamtmarkt ab, wie sich dann auch der Nasdaq oder auch der S&P in den nächsten Wochen entwickeln wird. Ja, wenn wir einmal bei Technologieunternehmen sind, würde ich mir gern noch eine Doku sein, mir die anschauen. Da gab es gestern Quartalszahlen nachbörslich und wie bei vielen Technologieunternehmen, der Umsatz passt. Also der lag über den Erwartungen, der Gewinn aber leider nicht. Der lag unter den Schätzungen und Doku sein gab gestern nachbörslich um sagenhafte 24% ab. Genau, hier sieht man kurzzeitig gestern um 22 Uhr der Spike nach oben bis in den Bereich von 90 Dollar und dann kam der
der starke Verkaufsdruck hier entsprechend rein und man ist wirklich gefallen dann schon bis in den Bereich von 65 Dollar und auch heute dann sogar nochmal vorbörslich leicht tiefer gehandelt bis in den Bereich von 64,25 Dollar circa. In den letzten Minuten sieht es jetzt nach den News etwas freundlicher aus, schon eine kleine Erholung bis in den Bereich von 66 Dollar, aber hier wird man natürlich mit einem sehr, sehr großen Abwärtsgap hier in den Tag starten. Sogar ziemlich genau in dem Bereich der Jahrestiefs, die wir hier Anfang des Monats ausgebildet haben, im Bereich von knapp oberhalb von 65 Dollar. Und da bleibt jetzt abzuwarten, ob dieser Bereich hier nochmal hält oder ob wir da vielleicht heute auch im Verlauf des Kassahandels nochmal tiefere Kurse hier ausbilden. Ja, auf alle Fälle spannend, auch solche Unternehmen sich anzuschauen. Wer das Unternehmen nicht kennt oder nur die Aktie mal gehört hat, Doku sein, ist eine digitale Unterschrift. Also vielleicht hat mal jemand einen Vertrag für einen Hauskauf oder vielleicht auch für was Größeres auf eBay oder auch einen Arbeitsvertrag mal zugesendet bekommen und kann dann direkt in diesem Dokument virtuell unterschreiben und der Vertrag ist rechtskräftig. Genau, das ist schon ein interessantes Geschäftsmodell, aber da hat man, denke ich, auch keine Monopolstellung mehr. Ist das ein oder andere Technologieunternehmen bietet Ähnliches da vielleicht auch schon an. Ich glaube, sogar Adobe als Mitbewerber hat auch schon etwas Ähnliches am Markt. Von daher ist da durchaus die Konkurrenz auch nicht klein. Na gut, mit was kann ich dich noch locken? Mit einem Technologieführer im cloud-basierten Business, vielleicht mit einer Adobe. Genau, die haben wir uns auch in der Woche schon mal näher angeschaut bei Aktien im Fokus. Und die ist sogar noch hier geöffnet. Genau, da haben wir sie. Und da können wir gerne mal schauen, wie die sich jetzt entwickelt hat. Hier hatten wir diesen Abwärtstrendkanal auch entsprechend angesprochen und dass wir hier diese, ja, diese obere Trendkanalbegrenzung von einem absteigenden Trendkanal angelaufen haben. Da gab es jetzt entsprechend hier auch die Reaktion nach unten, also so, dass wir heute hier entsprechend auch mit einem Abwärtsgap in den Handel starten werden, wie es aktuell hier aussieht. Wir befinden uns auch aber immer noch auf einem interessanten Niveau. Das ist hier eine potenzielle Unterstützung bei circa 415 bis 425 Dollar, aber die müsste dann auch heute auf Tagesschlusskursbasis entsprechend halten oder zurückerobert werden. Also da muss man wirklich mal interessant schauen, wie sich der heutige Tag da noch entwickelt. Sollten wir hier wirklich nach oben aus diesem Trendkanal ausbrechen, dann sind wir schnell auch wieder auf höheren Kursniveaus. Hier ein potenzieller Widerstand liegt im Bereich von 470 bis 480 Dollar. Ansonsten sollten wir jetzt auch hier unter dieser Unterstützung schließen, sind wir auch wieder schnell im Bereich ja, unterhalb von 400 Dollar bei 390 oder dann sogar im Bereich des Jahrestiefs bei circa 372 Dollar. Sehr schön. Vielleicht letzter Blick. Die Zeit vergeht immer wie im Fluge. Der Dow Jones. Wir haben nämlich immer nur auf den Nasdaq und so geschaut, aber beim Dow Jones bietet sich auch ein interessantes Kurslevel an. Der hat gestern über 600 Punkte verloren, schaffte es auch, sich im Nachthandel ein bisschen zu stabilisieren, aber jetzt wieder unter der 32.000er-Marke. Genau, unterhalb der Rundenmarke von 32.000. Hier sieht man auch eine potenzielle Unterstützung im Bereich von 32.125 circa. Die wurde jetzt auch mit den News deutlich durchbrochen. Sollten wir die auch nicht zum Tagesschluss zurückerobern können, dann wäre es vielleicht sogar für die nächsten Handelstage ein positives Zeichen. Ansonsten sollten wir darunter schließen, dann sind wir hier auch im Dow Jones schnell wieder im Bereich vielleicht sogar von 31.000 Punkten und dann sogar im Bereich der Jahrestiefs. Also hier sieht es aktuell auch eher negativ aus. Ja, soweit die Kurzzusammenfassung zu den Märkten an der Wall Street. Der Handel beginnt in einer halben Stunde. Ich glaube, da hat der ein oder andere sicherlich hier auch auf Twitch live ein paar Inspirationen mitnehmen können. Insofern bedanke ich mich für deine Expertise. Roland, wünsche mal einen schönen Feierabend. Sehr gerne. Ich wünsche allen auch ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Handelswoche. Dankeschön. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Ciao, ciao.